Dank Tempel konnte das Schachner-Team am Montag Austria Lustenau besiegen und war plötzlich wieder mitten im Titelrennen drin. Aber wir wissen das vom LASK, immer wenn es um was geht, verkrampft der LASK. Auch heute von Beginn an mit Handbremse, vorsichtig, eher ängstlich. Und bereits in der ersten Minute, schöner Angriff von Grüdig über Salomon. Die Flanke kommt, Parapati jetzt auch. Und der trifft nur den Pfosten. Ein Warnsignal für den LASK, das aber bei den Linzern nicht richtig ankommt. Hier hätte eigentlich Grüdig schon mit 1:0 in Führung gehen müssen. Lange Zeit nichts. Eher in die Breite gespielt, eher nach hinten gespielt, denn nach vorne erst nach 23 Minuten die erste Chance für den LASK. Der Kopfball aber viel zu schwach von Aigner, weil er den Ball eher mit der Schulter als mit dem Kopf trifft. Kein Problem für Schranz. Dann kommt Hart. Stangl versucht schüchtern Kontakt zu Hart herzustellen. Schiedsrichter Dinter hat etwas gegen Männerbekanntschaften, gibt sogar noch die gelbe Karte, obwohl da fast nichts passiert. Nur ganz zart streichelt er kurz den Unterarm von Hart. Es gibt Freistoß. Cardoso wird ihn ausführen. Aigner springt auch hoch, Schranz nicht. Der Ball im Tor und der LASK führt doch einigermaßen glücklich nach knapp einer halben Stunde mit 1:0. Cardoso, keine Abseitsstellung, Aigner auf gleicher Höhe. Und Schranz lässt sich von Aigner irritieren. Und der LASK führt planmäßig mit 1:0. Dann eine haarige Szene im Strafraum der Linzer. Mandl, dann kommt Krammer. Alle warten auf den Elfmeterpfiff. Der bleibt aus. Und das zu Recht. Wie wir gleich sehen werden, Mandl erwischt Krammer überhaupt nicht. Krammer springt über Mandl, landet schlecht. Walter Schachner sieht ein verunsichertes Team und sieht auch, dass Salomon sich hier zu Recht beschwert, dass er keinen Freistoß bekommt. Sieht dafür gelb. Frustriert. Eine Minute später geht er so in den Zweikampf, sieht die zweite gelbe Karte, Ausschluss und Grödig damit über eine Halbzeit lang mit einem Mann weniger. Aber der LASK kennt diese Situation. Gegen Austria Lustenau war man selbst einen Mann weniger, gewann das Spiel. Auch Heimer Pfeifenberger kann es nicht fassen, muss wen kritisieren, auf die Tribüne und sieht dann eine gut kämpfende eigene Mannschaft. 5000 Fans hoffen auf einen Sieg. 1:0 steht zur Pause, aber alle blicken auch auf die hohe Warte. Martin Konrad beobachtet dort Wolfsberg. Der Tabellenführer zu Gast bei der Vienna, Nenad Bjelica. Nach dem 1:4 nur eine Veränderung. Er hat Messner als Stabilitätsfaktor ins Spiel gebracht für Puce und die Mannschaft auch sehr konzentriert hier. Der Kopfball von Falk nach dem Eckball von Jacobo. Ein intensives, ein gutes Erstligaspiel, weil die Vienna, für die geht es um Platz 8, auch offensiv mitgespielt hat. Salvatore auf Meier und der mit einem guten Schuss, aber ebenso gut die Reaktion von Dobnik nach 25 Minuten. Hätte es also hier auch 1:0 für die Vienna stehen können. Der WAC sehr konzentriert mit Balldauf auf Stückler, der bei diesem Gegenangriff viel Platz hat. Lange wartet und dann von der Strafraumgrenze abschließt und nach 31 Minuten geht der WAC mit 1:0 in Führung. 10. Saisontor von Stefan Stückler. Stücker wird da nicht attackiert. Salvatore war da noch in der Offensivbewegung und Dau kommt nicht mehr an den Ball, aber da hat auch kein Löschblatt zwischen Aluminium und Dau gepasst, außer eben der Ball. Und was macht die Vienna? Das ist Meier, legt sich zunächst den Ball etwas zu weit vor, kann sich aber dann durchsetzen. Kerschbaumer auf Lackner und dann steht es 1:1. 36. Minute, nur 5 Minuten braucht die Vienna, um den Ausgleich zu erzielen. Fast 4000 auf der hohen Warte
aus dem Häuschen, weil es ein herrliches Tor und ein gutes Spiel war. Jovanovic lässt sich sehr einfach ausspielen, aber Lagner mit dem dritten Saisontor und dem Ausgleichstreffer für die Wiener. Und danach, noch vor der Pause, die Wiener mit einem weiteren guten Angriff. Meier setzt sich gut durch gegen Solano. Dann findet er nicht Djokic, nicht Kerschbaumer, da ist Julian Erhardt. Und der vergibt die ganz große Möglichkeit auf die 2:1-Führung für die Wiener. Da hat der WRC Glück gehabt, kurz vor der Pause. So steht es 1:1 auf der hohen Warte. Und nachdem es 1:0 für den LASK auf der Kugel steht, war zur Pause des 35. Spieltages plötzlich der WRC und der LASK ex aequo an der Tabellenspitze. Ein nachdenklicher Bielica auf dem Weg in die Kabine. Und dann, Charlie Leitner, wurde es in der zweiten Spielhälfte erst so richtig bunt. Die 5000 Fans, die gekommen waren, erhofften natürlich, dass der LASK in der zweiten Hälfte mit einem Mann mehr und mit der 1:0-Führung nachlegen würden. Cardoso mit der ersten Chance in der 51. Minute. Aber der LASK hatte Angst, traute sich nicht nach vorne, wartete ab, spielte weiter ängstlich nach hinten und auf, außer dem passierte fast ein Eigentor gegen Mandl. Nichts von der tollen Vorstellung gegen Austria Lustenau war zu sehen. Viel Platz für Grödig. Öbster nutzt diesen Platz. Keiner kommt raus. Öbster zieht ab. Zum zweiten Mal rettet Aluminium für den LASK. Aber auch diesen Warnschuss nehmen die Linzer nicht wirklich ernst. Statt auf das 2:0 zu spielen, versucht man, den knappen Vorsprung zu halten. Dann endlich ein hoffnungsvoller Angriff. Eine Viertelstunde vor Tor, Aigner springt hoch, aber sie hören den Pfiff von Schiedsrichter Tinder. Roland Braunschmidt zeigte eine Abseitsstellung an, die aber leider für den LASK keine war. Gleiche Höhe von Aigner und der Treffer hätte zählen müssen. Aber die Linzer hatten zuletzt gegen Austria Lustenau Glück. Ihr Siegtreffer wurde auch aus Abseitsposition erzielt. Dann Jan eingewechselt und der macht in der 80. Minute den Ausgleich. Und das mehr als verdient. Zweimal Aluminium, mehr Chancen dann in der zweiten Hälfte sogar für Grödig. Und der LASK verabsäumte es, einfach nachzulegen. 1:1, bitter für den LASK. Und es hätte noch schlimmer kommen können, weil Grödig durch Jukic noch eine Riesenchance hat. Der vernascht alle im 16er zum dritten Mal Aluminium an diesem Abend. Dieser Punkt also mehr als verdient für Grödig und für den LASK am heutigen Abend zu wenig. Damit die Enttäuschung groß bei Trainer Walter Schachner. Die letzte Chance dahin, doch noch in die Bundesliga aufzusteigen. Das Finale in Wolfsberg damit wertlos. Die Spieler klarerweise auch enttäuscht. Man hat sich so viel vorgenommen und hat dann nichts von dem wirklich umsetzen können. Die Fans, die stürmten den Platz, auch sie enttäuscht. Reichel raus, Plakate waren zu sehen. Und das sind dann Bilder, die man leider zu häufig in Linz sieht. Die Enttäuschung kann man verstehen, die Art und Weise, wie die Enttäuschung gezeigt wird, eigentlich nicht. Der LASK erreicht nur ein mageres 1:1 Unentschieden. Und Glück hatten Aufhauser und unser Reporter Roland Streins, dass hier von den dummen Fans angezettelt nicht mehr passiert. Und damit alle Chancen bei Wolfsberg auf der hohen Warte. Martin, bitte. Tja, und der WRC kommt auch aus der Kabine nicht so irritiert wie zuletzt gegen Hartberg am Dienstag. Ganz im Gegenteil. Die Mannschaft sehr geschlossen, sehr konsequent. Freistoß. Kerche, Ball auf, guter Kopfball, da hätte Tau keine Chance gehabt, aber er geht dann doch ein, zwei Meter am Tor der Wiener vorbei.
Vienna hat Probleme im Spielaufbau, auch Fehler hier durch Lackner. Und dann ist es Jacobo mit dem guten Auge für Kerche. Und nach 55 Minuten geht Wolfsberg erneut in Führung. 2:1 durch Manuel Kerches fünftes Saisontor. Entscheidend zunächst der Ballverlust der Vienna, aber dann natürlich Jacobo, das ist ganz einfach genial. Und auch Kerches Technik bewundernswert, wie er hier den Ball seelensruhig und sehenswert zum 2:1 ins Netz schießt. Und da sieht man Nenad Bjelica, er spürt, heute geht was. Heute kann man hier gewinnen, heute kann man hier die Meisterschaft holen. Dann Nakovic Freistoß und bald auf Gerd im letzten Moment. Die beste Szene nach einer guten Stunde für die Wiener, um hier erneut zum Ausgleich zu kommen. Aber dazu kommt es nicht, denn nach dem Einwurf von Solbauer die Entscheidung, das 3:1 durch Jacobos sensationelles Tor. Ein Kabinettstück. Die Ballverlängerung von Falk, sein 10. Assist und dann Jacobo mit Treffer Nummer 14. Aus der Drehung ein Seitfallzieher. Keine Chance für Dau, obwohl er fast noch dran gekommen wäre. Ein super Tor des besten Spielers der Liga, des Spaniers zum 3:1. Das alles in der 69. Minute. Die Vienna hatte dann noch eine Aktion nach diesem Ausschuss von Dau. Der eingewechselte Rotter vergibt eine Viertelstunde vor dem Ende. Da wäre es vielleicht nochmals spannend geworden, wenn hier Rotter nach diesem 75-Meter-Ausschuss von Dau das 2:3 erzielt hätte. Dazu kam es nicht. Im Gegenteil, die Kärntner hatten dann sogar noch im Konter die Gelegenheit auf ein viertes Tor. Wieder Jacobo, herrliche Technik, kein Abseits, das Zuspiel auf Falk. Aber der will und will ganz einfach nicht sein 19. Saisontor erzielen. Bleibt damit hinter Poljanec die Nummer 2 in der Torjägerliste. Und dann wird nach dem 3:1-Sieg gebannt nach links geblickt. Und als dort eine Minute später das Spiel aus ist, wissen es alle auf der hohen Warte. Der WAC ist Meister der ersten Liga 2012. Der WAC steigt in die Bundesliga auf und ist damit nach Austria Kärnten, nach 2010, der nächste Kärntner Club in der Tipp 3 Bundesliga.